die das gewonnen hat, lässt das Konzept beruflicher Qualifikation veralten und stellt stattdessen persönliche Kompetenz in den Vordergrund. Was ist eine persönliche Kompetenz? Ja, überhaupt, was ist Kompetenz? Das ist das, was immer deutlicher auch die Hochschulen anfängt zu bewegen, damit Sie mal sehen, wie aktuell das ist, was ich Ihnen erzähle. Ich habe vorhin in die Tasche bekommen, den Versuch des hiesigen stellvertretenden Fachhochschulpräsidenten mal zu definieren, was Kompetenzen ist, aus seiner Lesart. Ja. Arbeitgeber verlangen Kompetenz, und zwar eine Kombination von Kompetenzen, die sich individuell aus Qualifikationen im engeren Sinne zusammensetzt, sowie, und da haben wir es wieder, aus Sozialverhalten, Teamfähigkeit, Initiative und Risikobereitschaft. Das ist das, was in der Erwachsenenbildung entstehen soll. Also werden noch zwei, drei Gedankengänge kommen. Wir haben auch noch eine Viertelstunde Zeit. Ist das okay für Sie? Das ist jetzt Teilnehmerorientierung, praktische Teilnehmerorientierung. Ich meine, Sie könnten mich auch unterbrechen und aus Ihrer Lebenswelt heraus eine Nachfrage stellen. Oder glauben Sie, Sie sind noch nicht erwachsen? Erwachsenenbildung? Wieso ist eigentlich die Hochschule ein Ort, wo lauter Erwachsene zusammenkommen? Meinen Sie auch, Sie sind schon erwachsen, ne? Wieso ist eigentlich dieser Ort nicht getragen von erwachsenenpädagogischen Einsichten in der Art, wie wir das machen? Außer jetzt in der Pädagogik, da machen wir manchmal Seminare, die stark durchdrungen sind, von dieser Art mit Menschen umzugehen in Lernprozessen. Gute Frage, ne? Gute Frage. Schauen wir uns noch ein bisschen die Zukunft an. Die Frage, welche Rolle Erwachsenenbildung bei diesem Prozess der Modernisierung spielen kann. Und ich argumentiere sehr gerne mit einer Schrift, die ich für eine der besten Darstellungen halte, was die Zukunft von Bildung und Weiterbildung anbelangt. Ich sage Ihnen auch gleich die Quelle. Das ist eine Schrift, die Dieter Lenzen vorgelegt hat, der jetzt, nachdem er Präsident der Freien Universität Berlin war, jetzt Präsident der Uni Hamburg ist. Dieter Lenzen. Können Sie auch mal googeln. Dieter Lenzen, ein Erziehungswissenschaftler. Und der sagt, wenn wir uns so anschauen, warum bleibt es nicht so, wie es ist und warum verändert sich das so rasant? Ja? Da gibt es natürlich hier diese Überlegung, die sagt jetzt Dieter Lenzen nicht. Das ist die Veränderung des Wissens. Ja? Diese Argumentation, die kennen Sie wahrscheinlich schon von mir, die bringe ich häufiger in Vorlesungen. Da kann man nämlich Folgendes feststellen. Wer kennt die schon? Was kann man dazu feststellen? Dann helfen Sie mal denen, die es noch nicht kennen. Das ist die Fülle des verfügbaren Wissens. Jetzt machen wir ein paar Argumentationen dazu, sozialwissenschaftlich, kritisch. So entwickelt sich das auf der Welt verfügbare Wissen. Wie nennt man diese Funktion? Das ist eine mathematische Funktion. Exponentialfunktion, ja. Gibt es noch andere Funktionen, die auch so sind? Bevölkerungsentwicklung? CO2-Ausstoß? Sehen Sie mal, bei Al Gore diese CD, die er da beigelegt hat, sein Buch sich anschauen. Ich finde den ja ganz toll, den Al Gore, so als Didaktiker. Das ist ja, der hat dann so einen kleinen Fahrstuhl an seiner Bühne, er steht ja immer auf Bühnen. Und dann bei der Stelle, wenn er an diese Abbildung kommt, die bei ihm den CO2-Ausstoß darstellt, geht er auf so einen kleinen Fahrstuhl und lässt sich hochfahren, um zu zeigen, wohin das geht. Das sind exponentielle Entwicklungswege, sind Wege, von denen wir nicht wissen, wie wir eigentlich denen entkommen. Das ist wirklich so. Ja? Muss man mal sagen. Also es hat noch keiner richtig so diese Kurve zum Abknicken gebracht, auch was Bevölkerungswachstum anbelangt. Und dieses hier ist ganz interessant, meine Damen und Herren, und vielleicht wir machen diesen Gedanken noch fertig und dann zeige ich Ihnen noch die 4, 5 Thesen, die der Innovationskreis Weiterbildung entwickelt hat, und dann machen wir Schluss, weil Sie hier sich selbst wie auf die Schliche kommen können bei Trugschlüssen, die Sie vielleicht auch haben. Seit wann haben wir diese Art von Denken? Dass es am besten ist, Menschen in eine Schule zu bringen, ihnen ein Curriculum zu geben, wo irgendwie die Wissenschaften mitdefiniert haben, und dann wissen sie, was wichtig ist und lernen, was wichtig ist.
Diese Art von Vorstellung haben wir seit dieser Zeit. Da war vorausgegangen natürlich hier so ein bisschen der Buchdruck. Vor dem Buchdruck hatten wir uns die Unart angewöhnt, dass wir den Leuten vorlesen. Diese Unart haben wir nicht vollständig abgelegt. Wir machen das einfach mal weiter. Wir haben ja auch jetzt eine Vorlesung. Ja? Gut. Dann hatten wir hier, das ist das Zeitalter der Enzyklopädisten in der Französischen Revolution und danach. Das war die Zeit, da konnte man alles Wissen, was es so gab, mal aufschreiben. Das war klasse. Dann hatte man alles Wissen, was es gab, in Enzyklopädien. Und dann kamen die Bildungswissenschaftler und sagten, so, jetzt nehmen wir mal das ganze Wissen und schauen uns mal an, was von dem Wissen es wert ist, in Schule vermittelt zu werden. Das ist die Bewegung der Pädagogik. Die Pädagogik ist ohne großes Nachdenken von dem Syllabus ausgegangen, also von dem Inhaltsplan. Von da machen wir uns heute Fragezeichen. Bilden Inhalte? Da haben wir jetzt allmählich Fragen. Ja? Bilden Inhalte oder kann man auch viel wissen und nichts können? Und was ich Ihnen jetzt nur deutlich machen möchte, was immer wir davon halten wollen, man hat diesen Gedanken, wir nehmen mal das Wissen, was es gibt, reduzieren das didaktisch, bringen es in Lehrpläne, locken Menschen in Häuser und vermitteln ihnen das. Und wenn wir in Weiterbildung machen, machen wir das ähnlich. Das war historisch auch so. In den 70er Jahren bei der großen Bildungsreform waren die ersten Weiterbildungsansätze der Schule ganz stark nachempfunden. Trotz den Debatten, die wir in den 20er Jahren schon hatten. So, meine Damen und Herren, jetzt passen Sie, jetzt machen wir eine behutsame Bewegung, gehen Sie mal mit. Mit diesen Annahmen, ja, die wir da zusammengeklebt haben, Inhalte anschauen, reduzieren, vermitteln, marschieren wir in diese Zeit. Machen Menschen ganz häufig. Die halten einfach an dem Konzept fest, was sie haben, warum, weil sie kein anderes haben. Das heißt, das Konzept von Schule als institutionalisierte Form, welches wir in der Volkshochschule auch haben, das haben wir einfach mal beibehalten. Es wird schon, wenn es da sinnvoll war, wird es da auch schon sinnvoll sein. Nur haben wir hier eine Situation, in der die Inhalte nicht mehr festen Boden liefern. Das fällt uns auch ganz schwer zu akzeptieren. In Diskussionen wird dann oft gesagt, ja, aber nicht alles veraltet. Nein, das sagt ja auch diese Übung nicht. Aber vieles veraltet. Das heißt, wir sind häufig in der Situation jetzt schon, dass wir Menschen etwas vermitteln, was schon in wenigen Jahren gegenstandslos ist. Und dann ist doch die Frage, sollte Schule nicht besser Menschen stärken in der Fähigkeit, sich selbst Inhalte anzueignen, und zwar das ganze Leben über, sich in Frage zu stellen, vertraute Sichtweisen loszulassen, weil die nämlich nicht mehr aktuell sind. Es hat den Buchdruckern überhaupt nichts genutzt, wenn die ihre Buchdrucktechnik festhalten wollten. Da haben die viele Jahre Ausbildung und Know-how, haben die gerade versenken können. Das ist ein Extrembeispiel. Ja. Da, das ist die Bewegung. Und Dieter Lenzen sagt, warum haben wir eigentlich diese Schubbewegung? Es sind im Grunde genommen vier Aspekte, die wir jetzt uns nicht alle in gleicher Weise anschauen. Es ist zum einen dieser wirtschaftliche Strukturwandel. Wir sind eine wissensintensive Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt auch, wenn wir da nicht die erforderlichen Kompetenzen erbringen, müssen Sie alle oder ich auch irgendwie unseren Lebensstandard einschränken. Ja? Eigenverantwortung. Wir können diesen wirtschaftlichen Strukturwandel überhaupt nur gewinnen, wenn es uns gelingt, immer mehr Menschen in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich diesen Strukturwandel zu gestalten. Weil der Versuch, per Ordre der Mufti diese neuen Unternehmensstrukturen zu definieren, der ist schon in den 70er Jahren gescheitert. Heute sind das, ja, wenn man es ganz übertrieben ausdrückt, fraktale Unternehmensstrukturen. Mein Beispiel, was ich gerne bringe, können Ihnen viele Beispiele bringen. Ich war vor ein paar Jahren mal bei RWE und dann haben die mir erzählt, da war gerade dieser große Netzzusammenbruch, weil da irgendwie Strom nach Spanien geliefert wurde. Wusch, ist das ganze Netz im Süden zusammengebrochen. Und dann haben die natürlich geschaut, was machen wir? Wir müssen die Führungskräfte mobilisieren, die Techniker und so weiter anrufen. Die sind aber alle im Wochenendurlaub. So ein Mist. Das wird wahrscheinlich erst am Montag was werden. Am Montag, als dann die Ingenieure plötzlich alle da waren in den Notlagezentren und besprechen wollten, haben sie gemerkt, das Netz geht wieder. Wie ist das zu erklären? Weil die lokalen zuständigen Teams das Netz wieder in Gang gebracht haben. Typisches Beispiel. Eine Triebkraft.
Wenn das so ist, dass wir nur in vernetzten Strukturen zukünftig Komplexität managen können, dann ist Eigenverantwortung ist einfach eine zivilisationsnotwendige Kompetenz. Weil wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es eben nicht. So. Globalisierung, das überspringen wir jetzt mal. Selbstorganisation ist da wichtig. Ja? Da ist auch diese Verringerung des Halbwertszeits des Wissens drin. Neue Technologien, das kennen wir auch. Ja? Dezentralisierung von Produktion. Kooperationsfähigkeit ist wichtig. Das ist ein Bild, wie gesagt, was von Dieter Lenzen kommt. Ich finde das ganz anschaulich. Und der demografische Wandel, das ist sozusagen ein großer Schub nochmal für die Erwachsenenbildung, weil wir es in Zukunft nur mit älteren Belegschaften zu tun haben. Die zukünftigen Belegschaften sind überwiegend älter und kleiner. Ja, habe ich vorhin gerade auch Studenten gesagt, also wenn sie wirklich in diesen Bereich gehen, dass sie irgendwie in Lern- oder Führungskontexten als Sozialwissenschaftler tätig sein wollen, können sie sich jetzt schon darauf einstellen, dass es überwiegend mit älteren Herrschaften zu tun haben werden. Ja. Da ist alles mit verbunden, also auch die Frage der Verlängerung der Arbeitszeit. Da ist die Frage verbunden des Lernens, Umlernens in hohem Alter und. Und wenn man jetzt nach den zentralen Folgerungen fragt, dann kann man sagen, wenn Sie mal das so überfliegen, der vierte Punkt, die Diskontinuität der Erwerbsbiografien, wird das Normale sein. Wenn Erwerbsbiografien diskontinuierlich sind, also auch Ihre, aber die vom dualen System sowieso schon, dann ist es ganz logisch, dass man immer wieder in Phasen der Weiterbildung und Ausbildungsergänzung und so weiter eintreten wird. Genau das Gleiche ist mit dem selbstgestalteten Lernen oder mit dem Punkt Identitätsbalance gemeint. Wenn es stimmt, was 1986 bereits der erwähnte Ulrich Beck in seinem Buch Risikogesellschaft schreibt, dass die Lebenslagen zunehmend riskant werden. Das heißt, Ulrich Beck schreibt, heute ist der Einzelne sein eigenes Planungsbüro. Jeder Einzelne ist sein biografisches Planungsbüro. Wenn das stimmt, lastet unheimlich viel auf den Einzelmenschen. Die bedrohteste Spezies in dem Zusammenhang sind die Männer. Vielleicht gelingt es mir mit diesem Blick noch mal so kurz vor der Mensa die Aufmerksamkeit zu bündeln. Die Männer sind die mit der riskantesten Lebensbiografie. Wussten Sie das? Ohne dass wir jetzt irgendeiner Dame zu nahe treten wollen. Für Männer sind in extremem Maße Identitätsstabilisatoren, die wir bislang hatten, in Frage gestellt worden. Es war schon immer aufgrund der herkömmlichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern der Mann, der sich den Luxus leisten konnte, eine mehr oder weniger kontinuierliche Erwerbsbiografie zu haben. Dem ist heute nicht mehr so. Man verliert seinen Job. Ja? Die Männer dürfen heute auch nicht mehr das sein, was sie einmal waren. Also die Rolle des Mannes ist total in eine Neubestimmung geraten. Männer sind verunsichert. Das wird Sie vielleicht erstaunen, es gibt Männerforschungslehrstühle mittlerweile. Ja? Männer sterben früher, sie sind eher mit der Frage der Endlichkeit und so konfrontiert als die Frauen, die im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre länger leben. Und. Ja? Aus dem Punkt ist auch heute es selbst in Unternehmen so, also wenn Sie mit einem Personalentwickler eines Unternehmens sprechen, was die so treiben, dann sagt er, okay, wir müssen für unsere Führungskräfte solche Seminare vorhalten, solche Begleitungen, die etwas mit ihrer Identitätsbalance zu tun haben. Plötzlich ist man nicht mehr Führungskraft, weil die Firma die Hierarchie abgeflacht hat und. Da ist Erwachsenenbildung in einem bestimmten Zuschnitt natürlich Thema und gefragt. Gut, meine Damen und Herren, wie so häufig, ich möchte jetzt mal Sie einfach bitten, wir hängen das ja ins Netz, das sind die 10 Empfehlungen, die wir jetzt nicht mehr durchgehen, die Sie sich bitte mal anschauen. Ich habe ja gesagt, heute Nachmittag arbeiten wir 2 Hochschulen zusammen an einem großen Modellversuchsantrag, wo es um den Punkt 3 geht. Ja? Durchlässigkeit und Verzahnung, Fachhochschule, Universität. Schauen Sie sich diese 10 Punkte mal an, versuchen Sie sich die auch mal einzuprägen, weil wenn Ihnen das gelingt, sind Sie voll auf der Höhe der augenblicklichen
Weiterbildungsdiskussion in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.